Produzentenwechsel bei ARD-Serie Rote Rosen. Bei der ARD-Serie Rote Rosen gibt es einen Wechsel des Produzenten. Emo Lempert hat diesen Posten abgegeben und den Staffelstab an Jan Dippers übergeben. Lempert bleibt zwar in die Produktion eingebunden, will sich nun aber verstärkt um seine Aufgaben als Serienwirft-Geschäftsführer kümmern. Die Produktionstochter der Studio Hamburg Gruppe verantwortet die Serie schon seit vielen Jahren. Ich freue mich, die Produktion der Roten Rosen an Jan Dippers übergeben zu können. Er ist ein ausgewiesener Serien- und Daily-Soap-Produzent. Seine umfangreiche Erfahrung und sein Know-how sind eine große Bereicherung für uns und ein Garant für weitere erfolgreiche Serienjahre, sagt Emo Lempert über seinen Nachfolger. Dippers hat zuletzt mehrere Primetime-Serien im Ausland produziert, darunter auch das slowakische Otec Alvia. Zwischen 2008 und 2013 verantwortete er bei der UFA-Serie Drama diverse Entwicklungsprojekte sowie tägliche Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder die ZDF-Telenovela-Reihe Alisa, Folge deinem Herzen. Zu seinem neuen Job sagt Dippers, dem Team von Rote Rosen gelingt es bereits in der 18. Staffel täglich Geschichten zu erzählen, die bei den Zuschauern Kultstatus erreichen. Es ist schön, Teil dieses Teams zu werden. Rote Rosen ist eine wichtige Quotenstütze am Nachmittag des 1., zuletzt waren die Quoten aber rückläufig. Im laufenden Jahr sahen sich im Schnitt 1,12 Millionen Menschen die Folgen an, damit kommt die Serie auf 11,2% Marktanteil. Im vergangenen Jahr lag der Marktanteil noch bei 12,6%. Und auch für Sturm der Liebe sieht es im laufenden Jahr mit durchschnittlich 13,2% besser aus.